Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nadine und zusammen mit meinen 6, aktuell 7 Hunden, da ich eine kleine Welpendame auf der Straße gefunden habe, leben und reisen wir seit 5 Jahren in diesem wunderschönen bunten Wohnmobil namens Johnny durch die Weltgeschichte. Und ja, ich zeige euch in meinen Videos, in meinen Vlogs aktuelle Dinge, die passieren, die schön sind oder auch nicht so schön sind, also die Realität, und ich kehre nicht in das System zurück. Ich habe mich vor 5 Jahren entschieden, ganz alleine für mich mit meinen Hunden zusammen ein anderes Leben zu führen, und ich freue mich, wenn du dabei bist. Also viel Spaß bei diesem Video. Hola chicos y chicas. Oh, was eine Wohltat, diese Sonne im Rücken, dieser blaue Himmel. Ein paar Wölkchen noch, aber ich habe die Rückenschmerzen des Todes. Des Todes. Das ist für mich immer ganz schlimm, wenn ich mich nicht bewege. Und jetzt habe ich ja mit kurzer Unterbrechung 3 Tage gefühlt fast nur gesessen oder gestanden oder gelegen. Wirklich, ey, das ist krass hart. Aua. Ich laufe wie so eine Oma, ey. Aber Hauptsache, die Mäuse können sich hier austoben. Ja, freies Feld, hätte ich früher nicht gemacht. Ronja ist irgendwo da hinten. Aber egal, alle anderen sind da. Oh, und Nelly ist, oh doch, Nelly ist, Nelly läuft auch nicht weg. Super, super ist er halt, fein. Ja, bisher gibt es noch nicht viel zu erzählen. Die Nacht hat noch ein bisschen geregnet. Wuhu, das muss jetzt erstmal trocknen, alles überall. Der Strand ist immer noch ein wenig überflutet, kann man das erkennen da hinten. Also dahin zu kommen ist jetzt ein bisschen schwierig durch diese Riesenpfützen. Meine Kleinen kann ich ja schleppen, aber naja. Ich weiß auf jeden Fall noch nicht, ob ich heute irgendwo noch fahre oder noch eine Nacht hier bleibe. Ich meine, hier kann man sich ja ein bisschen, jetzt wo Wetter ist, kann man sich ja auch ein bisschen bewegen. Ne? So eine knallt schön. Oh, das tut so gut im Rücken, ey. Oh, das tut so gut. Ich habe heute übrigens total Mustermix an, ne? Einmal Ditte und dann einmal hier so ein komisches Blumenmuster und den hier. Aber egal, hier kann man rumlaufen. Ich hatte gestern meinen Onesie an, damit laufe ich normalerweise auch, wenn es kalt ist, draußen rum. Ist auch scheißegal, das interessiert hier keinen und das interessiert mich auch nicht, wie ich rumlaufe. Oder wie die anderen das finden, so. Ja. Oh, Ladies! Was ist das Metterling, Nelly? Was ist das Metterling? Hm. Nicht gesehen? Nelly, komm her. Komm her hier. Komm her. Nelly, sit. Sit. Nelly, sit. Super. Klasse. Und go. Und go. Und go. Go, Schatz. Nein, nicht da lang. Komm, hier lang. Supi. Lila mag das gar nicht. Nein, nein, Lila mag das gar nicht. Ihhh, nass. Nass. Tja, eigentlich sind hier die Strände in der Ecke ziemlich sauber, aber was hier angeschwemmt wurde, das hier liegt alles voll mit diesem Feuchttüchern, Klopapier und auch Tampons, Binden. Das ist sehr ekelhaft. Aber Ronja und Nelly macht das nichts. Da rennen die einfach hinter den Vögeln her und ja, die rennen sich hier aus und haben super viel Spaß. Das ist doch die Hauptsache nach diesen ganzen Regentagen, eiskalt. Boah, guck mal, wie schnell die ist. Yay. So, Friends, wir laufen durch die Gegend. Und zwar laufe ich mal ab in die City. Ohne Hundis. Gar kein Hundi da. Kein Hundi. Ja, die sind alle entspannt zu Hause. Weil dann kann ich auch mal, wenn die Geschäfte aufhaben, kann ich auch mal in die Geschäfte laufen. Das tut dann auch mal ganz gut. So ein bisschen Mami-Zeit muss auch mal sein. Ganz alleine. Und ja, schaue ich mal, was ich euch so zeigen kann, ne?
Ja, ab und zu, dann traue ich mich mal auch in so kleine Städtchen. Die spanischen kleinen Dörfchen, die sind auch immer ganz süß mit den schönen Gassen und den, ja, den Häusern, die hier alle so aneinander gereiht sind und sehr eng, aber mit den Balkonen. Und ja, hier ist eine große Kirche, auch sehr gigantisch. Und ja, wir schlendern jetzt hier nur ein bisschen durch. In der City angekommen. Super süß, klein. Überall. Es haben natürlich viele Läden jetzt zu. Wir haben jetzt gerade mal 16 Uhr. Die machen erst um 17 Uhr wieder auf. Und ja, ich suche hier die ganze Zeit den Laden, den ich immer so toll fand. Da hat so ganz viele marokkanische Klimbim Schlagbestuhl. Der ist ganz klein und ist überfüllt mit tollen Sachen. Aber ich glaube, der hat zugemacht. Ich finde ihn nicht. Und so groß ist es hier nicht. Aber wir schauen mal weiter, ne? Ich muss gucken, ey, das ist echt traurig. Wenn es den nicht mehr gibt, ich wollte unbedingt da was holen. Kleinigkeiten. Und wollte ihn unbedingt zeigen. Ach so, ja, hier ist also der Exit in eine neue Welt. Oder verlassen wir einfach dann die Erde? Zurück im Wohnmobil habe ich dann noch ein bisschen meinen Mädels geknutscht und gekuschelt und die Mila, die nuckelt immer an ihrem Spielzeug. Sie macht es nicht kaputt, das ist schön, und den Abendsonnenuntergang haben wir dann auch noch so genossen. Es ist jeden Abend ein wahnsinnig schöner Himmel, ein anderer Himmel, und ja. Friends, ich hoffe, es ist nicht so windig für euch, aber herrlich, dieser Abendspaziergang. Der macht mich noch mal so richtig glücklich und fit. Emmy, Ronja, alle blitzen noch schön. Ich hoffe, es ist nicht so windig, wie gesagt. Ich freue mich jetzt aufs Bettchen mit meinen Mäusen. Was ist da los? Die Muschel muss immer in die richtige Richtung zeigen, Friends. Ich freue mich so, dass meine Hunde hier so einfach in der Prärie frei rumlaufen können. Und alle laufen mit ihren Hunden hier, das ist so schön. Die Jogger, die Spaziergänger, ach, alle sind so entspannt. Ein paar Kiter sind noch da, kann man die sehen, ja. Ja, die Nelly hört gut. Herrlich, herrlich. Jetzt geht's ab ins Bettchen, ich freue mich. Und wir haben gerade mal 19 Uhr, ja. Aber die Sonne geht schon unter, wie ihr seht. Von daher, Zeitumstellung, bla bla bla. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bam! Der nächste Morgen, ihr seht, wie windig das hier ist. Und es ist wieder sehr ungemütlich. Der Himmel möchte heute nicht wirklich die Sonne zeigen. Und ja, die Kiter sind schon früh wach geworden. Aber ja, meine Mädels haben hier richtig Spaß. Und da ist wohl alles sehr interessant. Das ist wie Zeitung lesen für die Hundis morgens. Und wenn man so viel durch die Gegend rennt wie ich, da sieht man so einiges
Und auch wie dieses Wohnmobil hier, ist das nicht lustig? Der hat auch irgendwie einen Gedanken dabei gehabt, hoffe ich, wie er das gestaltet hat. Tja, viel außer YouTube-Videos geschnitten habe ich an diesem Tag scheinbar nicht. Dementsprechend haben wir schon wieder Abend und ja, genieße nochmal die Abendsonne ein wenig, die durch die Wolken scheint. Und ja, so ein großer Strand und wir haben einfach nur die Zeit hier sehr, sehr genossen. Drinnen so schön, draußen eben nicht. Aber das ist die Realität. Morgen! Hola, buenos dias! Es ist bewölkt. Aber mittlerweile schlafe ich besser, also es ist nicht mehr ganz so verknöttert, das Gesicht. Aber wer kennt das? Man schläft, ich schlafe immer auf der Seite so. Und immer so. Und trotzdem habe ich hier so. Naja, was erzähle ich da für ein Dreht? Meine Hunde sind glücklich, die können hier schön laufen. Letzte Nacht hier in der Straße, jetzt werde ich heute, ich hoffe, das ist nicht zu windig hier, werde ich heute ein paar Besorgungen machen, also nur einmal kurz ein paar Sachen einkaufen, Hundefutter eventuell, weil ich dann ja auch wieder gerne ein bisschen länger da stehen möchte, wo ich hin will, und meine Freundin steht auch da, auch nur heute und morgen, glaube ich, morgen fährt sie wieder, von daher haben wir uns abgesprochen, dass ich mal vorbeikomme und dann mal schauen, was heute noch geht mit dem Wetter. Also noch schnell die Morgenrunde zu Ende gedreht und dann ging es auch direkt los, wieder zurück zum Strand. Mal schauen, ob das Wetter und der Regen jetzt hier nicht weiterhin alles überschwemmt hat. Aber ja, es ist auch ganz schön voll geworden, das sehen wir jetzt. Ja, das ist immer ganz praktisch, da kann man direkt den Müll wegbringen. Läuft. Und weiter geht's. So, Fritz, es ist so ungemütlich draußen heute. Es nieselt zwischendurch, es ist ultra windig. Ich hatte den Hundis jetzt schon, wie man sieht, hier die Mäntelchen angezogen, die Pulloverchen. Ja, damit es denen nicht zu kalt ist. Und die Minimäuse hier ihre Trenchcoats. Für Nelly habe ich ja leider nichts da, aber sie hat ja auch genug Fell. Nicht wie die anderen, die frieren ja direkt. Ja, jetzt haben wir kurz nach 6 schon, haben unsere Abendrunde schon gedreht. Ich gehe nachher nochmal mit der Lili raus, damit die Lili nochmal Pipi macht und vielleicht mit der Nelly auch. Und bis dahin schaue ich gleich einen schönen Film mit meiner Freundin, und zwar Barbie gucken wir. Ja, sie kommt gleich und dann gucken wir hier ganz gemütlich Barbie heute. Ja. Und dann mal schauen, was der Abend noch ergibt. Aber ich denke, viel passiert heute nicht mehr. Hola. Was ein Wetter. Jetzt bin ich hier von der City, vom Asphalt, hoffentlich in der Hoffnung ohne Regen, zum Strand gefahren. Und jetzt regnet das hier die Nacht. Aber frag nicht wie, ey. Ich bin umzingelt von Pfützen. Ja, und es ist frisch. Also jetzt gerade ist es nicht so frisch. Gestern war es kälter, da habe ich den das ja schon angezogen, die Männchen. Pulloverchen, aber ich habe gedacht, es ist kühler. Aber wir gehen ja jetzt zum Strand, da ist es vielleicht noch ein bisschen kühler. Obwohl die Sonne kommt langsam hinter den dunklen, dichten Wolken raus. Go, Ladies! Und ja, dann ist das Wetter oder der Tag wenigstens so. Mache ich nicht viel, außer YouTube-Videos schneiden. Ich habe ja so viel zu schneiden, so viel zu zeigen noch. Und da muss ich mal ein bisschen hinterherkommen, damit ihr nicht so, weiß ich nicht, glaube, 2-3 Wochen sind es jetzt hinterher. Das ist schon weit. Von daher hoffe ich, dass, wenn das Video hier jetzt online kommt, dass ich dann gut hinterher bin. Jetzt nicht tagesaktuell, das möchte ich grundsätzlich ja nicht. Das wisst ihr auch, oder die Leute, die mich kennen oder die meine Videos verfolgen, die wissen das auch. Erstens spreche ich nicht über die Orte, wo ich bin, weil, um die Orte zu schützen, soweit es geht, dass halt nicht der große Hype irgendwie da immer alle sich da treffen oder Scheiße bauen. Ne? Weil unser einer, meiner einer muss irgendwie, braucht diese Plätze, um
noch Jahre so wohnen zu dürfen und zu können. Zumindest in diesem Land. Ich habe keinen Bock wegzufahren oder irgendwie zu flüchten, nur weil andere Menschen, Camper, wer auch immer, Vanlifer, sich nicht benehmen können und das Land und die Leute nicht respektieren, wo sie sind. Alle da? Ja. Ja, und zum anderen bin ich halt, wenn ich an einem Ort länger bin und ob es jetzt jemand rauskriegt oder nicht oder unterwegs ist oder nicht, man kann mich gerne fragen, ob man sich mal trifft oder so, aber es ist immer für eine Frau an sich alleine, ist es immer sicherer. So, ist es immer sicherer, dass man nicht aktuell, tagesaktuell ist oder 2-3 Tage hinterher ist oder so, weil ich möchte, dass das einfach keiner weiß, wo ich bin. So. Ich zeige euch gern alle Sachen und Ecken und die schönen und die nicht so schönen Seiten, aber ja, bin gern für mich alleine so. falls das jemand versteht. Also, ihr wisst, was ich meine. Denke ich, sicher ist sicher. Und ja, jetzt gehen wir mal zum Strand und mal gucken, was der Tag noch bringt, außer YouTube. Noch am Freitag. Das ist so verrückt, weil normalerweise sieht man diese ganzen Steine und Felsen gar nicht hier, weil hier eigentlich nur Sand liegt. Aber mit dem Wetter verändern sich halt auch viele Dinge und es wird sehr viel Müll, wie ihr da seht, das Gelbe und das Blaue, viel Müll angeschwemmt. Meine Ronja hat mittlerweile auch gelernt, den Pferden nicht mehr hinterher zu rennen. Sie trägt nur einen Maulkorb, weil sie sonst irgendeinen Scheiß hier frisst. Einige Stunden später und siehe da, wir haben blauen Himmel und ja, die Pferde laufen weiterhin am Strand. Aber der Boden sieht hier immer noch so aus. Das ist nicht so feini. Nadine mag das nicht. Aber gut, ich möchte nicht meckern. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und good morning. Ja, ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen, weil auch nicht viel passiert ist, außer... Hilfe, dass ich hier vor den Ast laufe. Alle da? Yes. Ja, gestern ist nicht mehr viel passiert. Man hatte noch die Möglichkeit, weil jetzt, wir haben heute Samstag, gestern war Freitag, natürlich. Jetzt am Wochenende ist die letzte Mal Party hier und zum Ende Oktober, sprich Halloween, Gedöns. Aber ich war gestern so müde, ich wollte einfach nur mit Medical Detectives einschlafen. Ja, ich kann dabei einschlafen. Viele Sachen, viele Folgen kenne ich auch schon. Aber naja, jetzt gucken wir mal. Ich habe jetzt schon ein YouTube-Video hochgeschnitten für Sonntag, für morgen. Und ja, läuft also. Kann man machen, ne? Jetzt gehen wir erstmal zum Strand. Wie immer. Jeder Spaziergang macht einfach so viel Spaß, weil man doch immer wieder Sachen entdeckt. Dieser Seeigel, so schön, diese Farbe, lila. Und dann dieses Dings. Es sieht irgendwie aus wie ein Alien, findet ihr nicht? Oh, gruselig. Aber alles Mögliche wird hier einfach durch das Meer angeschwemmt und jederzeit irgendwelche Muscheln, die man finden kann, super exotisch. Und ja, das genießen wir sehr.
Freunde, ich bin fleißig. Ich habe jetzt das zweite längere YouTube-Video geschnitten. Ich habe ja heute Morgen in Windeseile das für Sonntag hochgeladen. Jetzt habe ich zwei gute Videos geschnitten. Ich habe aber auch gemerkt, dass einige Daten durch diesen ganzen Handyverlust bzw. kaputt sein vom Handy, was auch immer das für ein Deutsch war jetzt, einige Daten sind verloren gegangen, aber ich habe versucht, das irgendwie alles so zusammenzuschneiden, dass es einen Sinn ergibt. Ansonsten gibt es noch Voice-Over. Aber es ist gut gegangen und ich denke, das wird ganz gut und ich bin wieder hinterher und ja, fleißig, ne? Ja. Jetzt genießen wir noch ein bisschen die Sonne, weil bald ist sie nicht mehr da. Also bis später. Ich hoffe, ich kann euch durch meine Bilder, durch die ganzen Eindrücke, die ich hier gewinnen darf und die mir Kraft schenken, euch auch entsprechend alles rüberbringen, was ihr braucht. Wenn ihr nicht gerade hier sein könnt oder an einem Ort, wo ihr euch super wohlfühlen würdet, ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe und Kraft in euer Herz. Wir sind jetzt schön gemütlich hier im Johnny. Es wird kühler, man merkt es, aber ich freue mich so sehr, hier zu sein und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen inspirieren mit dem, was ich tue, was ich sage, was ich zeige, dass manche auch ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen können und auch ihr Leben leben wollen und es auch machen. Die Kinder haben hier geklopft und natürlich war hier Party des Todes gerade, ob draußen wie drinnen mit den Hundis. Und ja, ich habe natürlich sehr, sehr wenig bis gar keine Süßigkeiten oder sowas da, aber ich habe noch irgendwas gefunden, auch nichts, was schlecht ist, keine Sorge, aber ja, da haben die sich sehr gefreut und sind weitergezogen. Was da passiert ist und was da los war und warum bin ich eigentlich hier? Es ist so windig. Ihr seht das, es ist lustig, aber es ist sehr, sehr heftiges Wetter im Moment in Spanien, hier in der Ecke, wo ich bin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du weiterhin dabei bleibst. Es wird und bleibt spannend. Like dieses Video, abonniere gerne den Kanal und lass einen Kommentar da. Dann freue ich mich sehr. Ich freue mich über jede Unterstützung von dir und wir bleiben weiterhin lustig. Also bis demnächst.